Guten Tag zu Tag 3 im Dschungelcamp. Und es wird hart. Der Loser des Tages. Die gemeine Tyrannosaurus-Taube. Aber David rächt sich an ihr. Es gab Taubenfleisch. Man kennt sie auch in der Stadt. Und dort sorgen sie für kein ökologisches Gleichgewicht, ne? Durch ihre schlechte Ernährung. Ja, die sitzen immer vor McDonald's. Ich habe die Theorie, dass die Vögel die Nachfolger sind, der Dinosaurier sozusagen. Ich finde Vögel unsympathischer, weißt du? Weil sie mehr IQ haben als... Ich finde Vögel sind so wie die Dinosaurier. Und die Dinosaurier haben viel Scheiße gebaut. Und darum esse ich den Vogel. Jetzt ergibt alles Sinn. Müssen ja irgendwo Scheiße gebaut haben, ne? Sonst wären sie ja nicht vernichtet worden. Und jetzt die schlechte Nachricht. Das 3-0-Abi verliert in NRW dank David ab sofort seine Gültigkeit. Was sagt denn eigentlich deine Freundin zu dieser ganzen Vogeltheorie? In Wurst sind Vitamine drin, in Leberwurst und Erdbeerkäse. David will nach dem Dschungelcamp einen Burgerladen eröffnen. Und alles auf Vegan-Style. Weil die Veganer, das ist ein Volk, das ist voll intelligent. Mit dem richtigen Equipment kann er davon profitieren. Die Weisheit des Tages. Ich beneide dich. Vergiss nicht, im Wort beneiden steht Neid. Wieder was gelernt von David. Die Dschungelprüfung. Wieder mit Helena Fürst. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Gerne. Ich bin hier bei einer RTL-Umschulung zur Unterhaltungsmanagerin. Beim RTL fragt man sich, warum haben wir die wieder zurückgeholt? Und deswegen ab mit ihr und David in den Sarg. Überwacht von einem IQ-Messgerät. Hey, Alter! Hä? Doppelt so hoher IQ? Ach, die Ratten sind da. Der Tweet des Tages. Der Duden überlegt noch, findet man den Namen Helena Fürst unter Assi oder unsympathisch? Der Held des Tages. Wir haben ein echtes Problem. Gegen Menderes. Meist nehme ich ja eh nicht für voll. Kann und will ich überhaupt nichts Schlechtes sagen. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Und daher ein offener Brief an RTL zur Lage der Nation. Liebes RTL, auf Facebook entwickeln sich pro Menderes-Posts zu Klickmagneten. Auf Twitter ergeben diese sinnlosen Herzen plötzlich Sinn. Schicken Liebe durch das Internet nach Australien. Gegen Menderes kann und will ich nichts Schlechtes sagen. Ich frage Sie, warum lassen Sie das zu? Wo sind Ihre Psychologen, die solch liebenswerte Kandidaten im Vorfeld aussortieren? Das Dschungelcamp ist doch regrecht toller Trash. Scheiß auf den Fernsehpreis für feinfühlige Geschichten. Wenn es doch die Quotenmeter der Etase gibt, es ist uns gegenüber unverantwortlich. Twitter voller Lob und Liebe. Ist das noch mein RTL? Ich werde nun das tun, was ich niemals tun wollte. Für Menderes anrufen. Schämen Sie sich. Ich hoffe, ich kann noch bis Jahresende mit Domian darüber sprechen. Mit dem Hashtag Konfro wollen wir Sie wachrütteln. Mit freundlichen Grüßen, im Auftrag besorgter Bürger, ihr Mr. Trash TV. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like und abonniert meinen Kanal. Unbedingt mal in Tag 2 reinschauen. Thorsten Degert will Menderes zum Mann machen und es ist schlimm. Infos zum Camp gibt's bei Stars on TV. Link in der Beschreibung. Ciao.